Meine ganz normale Familie. Mein Buch über Nazis, Flüchtlinge und einen ermordeten Onkel. Dieses Buch war eine emotional unglaublich aufregende Reise. Wie ich dafür recherchiert habe, erzähle ich hier für alle, die auch wissen wollen, wo ihre Wurzeln sind. Mach dich auf die Suche nach deinen Vorfahren. Es ist spannender als jede Netflix-Serie. Wer mehr über seine Ahnen erfahren will, hat viele Möglichkeiten, an Informationen zu kommen. Die wichtigsten Daten sind im Familienstammbuch. Das ist etwas aus der Mode gekommen, aber frühere Generationen haben es noch. Meistens liegt es irgendwo bei der Oma in einer Schublade. Eingetragen wurden Herkunft, die Eltern der Ehepartner und die Geburten von Kindern, Hochzeiten und Todesfälle. In der DDR hieß es Buch der Familie, in der Schweiz Familienbüchlein. Eingeführt wurde das Stammbuch übrigens gemeinsam mit den Standesämtern am 1. Januar 1875. Außerdem eine wertvolle Quelle, Eintragungen bei den Kirchenämtern. Hier werden seit Jahrhunderten Dokumente gesammelt. Es gibt Taufregister, Heiratsregister und Sterberegister. Wer wie ich eine Familie hat, die zum Teil aus dem Osten stammt, kann bei den Kirchenämtern nachfragen, wo denn etwa alte Unterlagen aus Pommern oder Schlesien oder Ostpreußen aufbewahrt werden. Eine weitere Quelle für Recherchen sind Archive. Im Bundesarchiv liegen noch Unmengen an Personalakten über Soldaten des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Anfragen dazu können ganz einfach online gestellt werden. Für eine Nachfrage, wo der Opa im Krieg war, reichen fast immer schon Name und Geburtsdatum und Geburtsort. Im Bundesarchiv liegt auch die Mitgliederkartei der NSDAP, der Partei Adolf Hitlers. Wer wissen will, welche Nazis in der Familie waren, kann dort fragen. So wie mein einer Großvater, der 1937 beitrat. Aus dieser Zeit sind auch die sogenannten Ahnenbögen, die Parteimitglieder ausfüllen mussten, um zu beweisen, dass sie keine jüdischen Vorfahren hatten. Bei 10 Millionen Parteimitgliedern kann man davon ausgehen, dass noch viele dieser Bögen irgendwo in Kartons auf den Dachböden schlummern. Aber es gibt natürlich auch andere Archive, zum Beispiel bei Krankenhäusern oder Krankenversicherungen. So habe ich vom Schicksal meines Großonkels Herbert erfahren. Weil er behindert war, wurde er 1945 von Naziärzten ermordet. Seine Krankenakte liegt heute noch im Archiv der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, wo Herbert 1925 aufgenommen worden war. Heute erinnert ein Stolperstein in Hamburg an ihn. Auch unsere Vorfahren waren mal Kinder und gingen zur Schule. Manche Schulen haben Archive, in denen sie alte Unterlagen aufbewahrt haben. Manchmal sind solche Unterlagen auch in den Archiven der Gemeinden, der Städte oder der Kirchen zu finden. Das gilt auch für Dokumente zum Arbeitsplatz, die manche Firmen in ihren eigenen Archiven haben. Und vielleicht liegt auch noch etwas auf dem Dachboden und in den Kellern der Großeltern in irgendeinem alten Karton. Einfach mal fragen. Apropos Fragen. Engländer und Amerikaner nennen es Oral History, also mündliche Geschichte. Niemand kann mehr erzählen als die eigenen Verwandten. Deshalb fragen, bevor sie nicht mehr da sind. Ich etwa hatte das große Glück, dass mir meine Großtante im Alter von 100 Jahren noch viel für mein Buch erzählt hat. Diese Geschichten sind für kommende Generationen unbezahlbar. Im digitalen Zeitalter lässt sich ganz viel online recherchieren. Dazu gehören zum Beispiel alte Adressbücher. Ganz viele sind im Netz zu finden. Plötzlich weißt du, in welcher Straße deine Vorfahren wohnten. Und natürlich lohnt sich eine Reise dorthin, wo sie gelebt haben. Ich war in Wroclaw, dem früheren Breslau, und in Swiebodice, dem früheren Freiburg in Schlesien, aber auch in Hamburg. Was für ein Gefühl, durch eine Straße zu gehen, in der einst deine Großeltern als Kinder gespielt haben. Fahre dorthin in den Urlaub, wo deine Eltern als Kinder waren, und erlebe deine Wurzeln. Blättere in alten Fotoalben und spüre, wie viel aus der Vergangenheit in dir lebendig ist. Deine Familiengeschichte ist so einmalig wie du selbst. Sie hat es verdient, erzählt zu werden.